Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Total War Warhammer 2 mit Grimgorg Eisenpelz auf sehr schwer und legendärer Chaos-Invasionsschwierigkeit. Er stellt sich immer noch die Frage, bin ich wirklich der Beste, der Größte? Er ist es, aber er muss es sich selbst beweisen und der gesamten Welt. Und deswegen greifen wir immer die Fraktion an, oder müssen wir immer der Fraktion den Krieg erklären, die momentan die mächtigste ist, die wir kennen. So, und jetzt sehen wir, dass hier Arkendorf hier unter Belagerung steht. Und das ist echt die Gelegenheit, um zuzuschlagen. Quälendes Jucken. Jetzt kommt die große Preisfrage. Kann ich diesen Typen hier wegassassinieren? Jawohl, der ist weg. Perfekt. Also sind sie schon mal hier mit einem Helden weniger als hier unterwegs. Das ist nicht mal eine schlechte Truppe. 37,55. 46,25. Ich könnte sie hier schlagen. Ganz im Ernst. Grimgorg wird eine solche Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Here we go. Definitiv. Und auf einmal wollen sie nicht mehr kämpfen, die Feiglinge. Da kommen übrigens wieder ein paar Zwerge an und wollen es wissen. Tja, das Problem ist, wenn ich das jetzt hier wieder berechne, machen wir wieder unglaublich viel Verluste dabei. Ach ja, willkommen bei sehr schwer und legendär. Die schenken sich da nichts. Da ist einfach die automatische Berechnung sehr gnadenlos. Wir scheinen hier an einem... Ja. Naja, dass das jetzt hier einen Höhenunterschied ist, sah auf der Map aber gerade eben dramatischer aus. Ich mache das jetzt hier folgendermaßen. Daher ich die Artillerie habe, kann ich sie zur Aktion zwingen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich zwinge sie zu attackieren. Wobei ich mich ja auch überlege, ob ich sie nicht... Ah ne, wir machen das schon so. Im Wald gefällt mir das ja eigentlich ganz gut. Ja, die sollen jetzt hier so kommen und die Artillerie macht dann hier den Rest. Du stellst dich da noch mit hin. Du kannst dann ihnen hier den Debuff des Todes geben. Und die wollen jetzt hier schon ausweichen. Einer hat immerhin getroffen. Einer. Episch. Okay, ich schicke die jetzt hier über die Flanke, glaube ich, sogar vor. So, dahin. Arrow Boys schicke ich sogar noch mit hier hin. Ich weiß nicht, warum sie nicht rennen. Ich habe es ihnen gerade eben mehrfach der Truppe gesagt, aber das interessiert die nicht. Ich halte sie auf die Hellebardiere. Die halte ich momentan für das Gefährlichste. Bewegt euch. Ich denke, dass ich Grimgorg und seinen Dude hier schon mal dahin hole.
Die Pistoliere sind mir egal. Hier schicken wir schon mal was voraus. Da ist der General. Den will ich mir jetzt holen, den Gen. Kommt her. So, was mache ich mit euch? Hier flankieren. Dann gleich wieder zaubern. Boom! So, das war der Gen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die das gewinnen wollen. Ich kenne doch imperiale Truppen. Bams! Nur noch die Fernkämpfer, die jetzt überhaupt noch am Kämpfen sind. Alles andere ist geschlagen. Wir lassen die nicht entkommen, natürlich. Erst wenn sie komplett geschlagen sind, also alles hier flüchtet, dann gebe ich auf hier. Also mit der Verfolgung wohlgemerkt. Ich gebe ja natürlich nicht auf. Das wären ungünstige freudsche Versprecher, wenn es hier wirklich darum ginge. Was fehlt denn noch? Die sind immer noch der Meinung, dass sie... Wisst ihr, das ist halt das Krasse, ne? Die KI glaubt halt immer noch daran, dass sie das gewinnen können. Beziehungsweise es ist ja halt so einprogrammiert. Ja, dann verfolgen wir halt noch, ne? Ist ja nur ein bisschen unnötig. Eigentlich. So, die sind erledigt. So, die sind jetzt hier gleich runtergerannt. Das könnte sogar schon reichen, dass sie vielleicht sogar dann den Army Loss bekommen.
Manchmal sind solche Kleinigkeiten ausreichend. Den laufe ich jetzt nicht mehr hinterher, denn es lohnt nicht. Erhöhe die Geschwindigkeit ist einfach. Wusste es doch, dass es reicht. Ein paar Leute nur gefehlt, bis irgendwann mal die Schwelle erreicht wurde. So, erledigt. Arkendorf bleibt unser. Das heißt, ich kann den Laden jetzt sogar endgültig reparieren. Und sichern. Fällt mir, der Gedanke. Ja, komm, bis da rein. Gehst hierhin zurück. Ich weiß gar nicht, was sie hier wollen. Was will ich denn hier noch reinbauen? Wildschwein, Wolf und Spinnenreiter. Ja. Vielleicht später. Nicht jetzt sofort. Gurksfest. Hoppala, ich habe versehentlich rausgetappt. Es tut mir leid, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich hier da draufklicken, weil links von mir ist hier der andere Bildschirm und da geht das automatisch rüber. Kann ich nichts dagegen machen. So, jetzt wird er unerschütterlich. So, sauber. Macht des War. Here we go. Oh yeah. Yes, boss. Ich mache aus denen hier aus allen hier nur irgendwelche kleinen Agenten hier. Ne? Ich sollte doch in einer Zwergenstadt hier was machen. Ach komm. Das Spiel hasst mich. Und es reibt es mir permanent unter die Nase. Ja, komm ich mal erstmal zum Spezialisten. Früher oder später wird es klappen. Rang eines Kommandanten erhöhen. Rang für alle Einheiten erhöhen. Doc Karras. Die nächste Stufe Barak war, müssen wir uns auch noch so schnell wie möglich hier einverleiben. So, das ist jetzt hier der zweite Ork. Der wird es jetzt zum Klingenmeister. Es ist immer noch Tilea. Nee, jetzt ist es wieder Clan Moors, oder? Ja, Clan Moors ist jetzt hier wieder der höchste. Eieiei. Was für ein Chaos! Dabei ist es noch nicht mal da. Also wenn Karas the Karak wirklich so dumm ist und ihr angreift, dann weiß ich auch nicht. Hier unten passiert relativ wenig. Der Weg scheint einfach zu weit zu sein. Und ich habe ein bisschen Glück. Ich meine, ich habe schon erlebt, dass Clan Moors hier hochmarschiert, aber der Weg ist auch weit. Ich weiß übrigens auch gar nicht, warum ich die kenne. Oh, noch mehr Waffenschaden. Haha. I refuse. I am a rune lord. Ihr wollt mich verarschen. Kommen alle zur Schlachtbank. Jede Menge freiwillige kleine Opferlämmer. So, Varenka Rügel bekommt eine Mauer. Das ist witzig. Die sind halt jetzt echt alle freiwillig hierher gekommen, ne, zum Sterben, so wie es für mich jetzt gerade eben aussieht. Dann machen wir mal, Gorg wird schon richten, oder? Ja, das nehmen wir als nächstes. Yeah,
Er ist bald unsterblich, wenn er so weitermacht. Tafer Schwarzorg, Garkboss. Eine erhöhte Chance auf magische Items. Guck mal, wie es wegrennt. In the motion. Wie es wegrennt. Genasty. Oh, jetzt haben sie sich komplett verteilt. I'll crush them all. Das ist jetzt aber die Gelegenheit, sie einzeln auseinanderzunehmen. Diese dämlichen Zwerge, ey. Oh Gott. Ich habe schon als Grünhaut wenig Mitleid. Und hier hält es sich noch mehr in Grenzen. Weil aus Dummheit sterben, ne. Da hört es bei mir endgültig auf. Das hier hole ich mir nicht, das halte ich für totalen Quatsch. Wobei, warte mal, der kann tatsächlich 15, der kann auf 100, 160 Rüstung kommen. Das ist definitiv kein schlechter Wert. Aber ich gebe ihm vorher erstmal hier noch mehr Hitpoints, Vitaminpilze. Duke, send me to battle. Ja, ich schicke dich gleich in die Schlacht, keine Sorge. Wir kommen nämlich noch ein paar Zwerge, die es wissen wollen, ey. Ah, ist das herrlich. Ja, die bringen uns noch ein bisschen Geld. So, in mehreren Offensivschlachten Siege errungen. Tapfer? Das auch noch. Was passiert, wenn ich das jetzt hier anmache? Ah, nicht so viel. Ich gehe jetzt erstmal hier diesen Schritt zurück. Hierhin. Ich habe vor, jetzt mir als allernächstes Baragwar zu krallen. So, dann wirst du jetzt hier noch härter zuschlagen, du Ork. Ich müsste mir eigentlich jetzt mal Wurzak holen. Fällt mir gerade eben so auf, ne? Das wäre eigentlich die Idee, die Gelegenheit. So, Schwarzorg-Abrissbirne. Und du holst dir jetzt hier noch Gorgs Fäuste. Ja, und wir haben immer noch keine Einheit, die für mich irgendwie reizvoll ist. Leider. Ich könnte seit Ewigkeiten in War machen. Regt euch nicht auf, dass ich es nicht tue. Ich genieße einfach gerade eben die fetten Boni, die ich dadurch bekomme. Deswegen mache ich das gerade eben einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich so einen fetten Unterschied macht. Weil ich werde gar nicht so viele Wildschweinreiter haben. Ich mach das da rein. Ich Debbie. Moment. Boss? Es klappt immer noch nicht. Mook says what? Und natürlich darf ich es bloß einmal pro Turn probieren. On the way. Pro Stadt. Now. Those gates will be endlich, you Gott see. Sei Dank. Jetzt kann ich hier endlich um die blutige Rüstung hier theoretisch kämpfen. Die sollten wir uns relativ bald holen. Ich muss hier das Gebiet im Auge behalten, ne? Nicht, dass hier irgendwann mal eine Armee hochkommt. Ja. Dich mache ich immer mehr zum Spezialisten. Clan Mors ist auf Platz 13. Karagirn ist momentan der stärkste. Was für ein heilloses Durcheinander, ich sag's euch. Im nächsten Turn kann ich hier endlich das richtig bauen, was ich will.
Okay. Ich könnte mir schon längst eine dritte Armee leisten. Ich glaube, ich soll den Eckgrund jetzt mir mal Wurzak holen. Mit jede Menge Wildorks. Wildorg-Moschas oder irgendwie so. Und mit ihm dann auch auf Achse gehen. Nö, meine ich. Kann ich nicht. Ich muss dir irgendwann mal auch mal deine Stadt wegnehmen hier. Okay. Also wie war's? Immer noch der stärkste ist er, ne? Aber wir holen uns jetzt erstmal das da. Gemeinsam. Lagern. So. Zack, erledigt. Plündern und besetzen. Provinz gesichert. Gut. Gott, haben wir hier Kohle, ey. This bear involved fighting. So, Turn 38, es geht hier richtig ab. Ich finde gar nicht schlecht, Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr hier so fett zu wappen. Ja, dich schicke ich jetzt hier so durch. Hier kann ich gar nicht durchlaufen, ich weiß gar nicht warum. Dann geht das nicht. Egal, das haben wir jetzt hier erledigt. Das hier wird auch noch verbessert. Und der Schwarzfels gehört endlich uns. Und jetzt können wir endlich dieses Gebäude bauen, was unsere Schwarzorks nicht nur ermöglicht, sondern sogar richtig, richtig geil macht. Das ist falsch rübergekommen. Ich meine, also sie macht diese sehr, sehr stark. Heldenrekrutierung für Dark-Bosse, Heldenkapazität für Dark-Bosse, Unterhalt reduzieren für Moschas und Schwarzorks, Rekrutierungskosten für Schwarzorks reduzieren, Rang erhöhen, Rang für Schwarzorks, jawohl, und Rekrutierungsdauer für Schwarzorks minus 1. Besser kann es nicht gehen. Bauen wir das da noch rein. Den Rest lasse ich jetzt hier gerade eben, außer das da. Da muss ich es auch noch verbessern. Und jetzt rekrutieren wir in Eckgrund. Da habe ich seit Ewigkeiten nichts gemacht. Ach, das geht noch nicht. Warum geht das nicht? Zwei Runden ist ausgeschaltet. Der schmollt noch. Der ist noch beleidigt. Okay. Dann interessiert er mich auch gerade eben nicht so richtig. So. So. Gerade eben realisiert, dass das hier totaler Nonsens ist. Okay, das passt für mich. Du bleibst hier einfach so stehen. Ich will wissen, was sie hier tun. Barenka-Hügel gehören jetzt auch endgültig mir. Kann ich den hier noch wegmessen? Ne, ich habe dafür wahrscheinlich nicht die ausreichenden finanziellen, monetären Mittelchen. Also, wir sind ja gerade eben ordentlich am Steamrollen, jetzt schon ganz früh. Wir haben noch nicht mal den War eingesetzt, ne? Aber wir werden jetzt versuchen, sobald wir jetzt unsere Truppe zusammengestellt haben, die Karagirn-Zwerge wegzuhauen. Danach dann auf die nächststärkere Fraktion. Ich weiß noch gar nicht, welche das sein wird, deswegen kann ich das auch noch gar nicht so genau spezifizieren. Auf jeden Fall werden wir hier geplündert. Auf das Dreisteste. Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt hier demnächst die Einheiten rekrutieren kann, möchte ich so schnell wie möglich jetzt hier hin. Weil das wird wichtig, seine Truppe jetzt hier auf das nächste Power-Level zu bringen. So, Barak war es unser. Ich verbessere es gleich auf die nächste Stufe. Start the war!
Und ich stelle mich jetzt da rein, damit die nicht auf dumme Ideen hier kommen. So, hier kann ich natürlich immer noch nichts machen. Weil Eckgrund einfach Eckgrund ist. Achso, der baut das schon. Ich war gerade schwer verwirrt. Ich dachte gerade, warum kann ich hier das nicht bauen? Ja, baue es ja schon. Armee blockieren, Erfolg. Armee blockieren, Erfolg. Das finde ich gut. Du bleibst hier einfach stehen. So, und jetzt sind wir schon in Turn 40 jetzt gleich. Und jetzt haben wir in Turn 40 die Möglichkeit, naja, noch nicht sofort, es dauert noch wahrscheinlich noch zwei Turns oder so, dann können wir anfangen, die Quarz-Ork-Horde zusammen zu farmen, die wir brauchen. Schauen wir uns noch kurz an. Burzak ist jetzt auch wieder zum Dienst bereit. Ich weiß jetzt nicht, warum die hier durchlaufen. Warum die glauben, dass es eine gute Idee ist. Das möchte ich denen eigentlich so schnell wie möglich austreiben. Zwei Turns sind das hier noch. Zwei Turns. Ja, dann haben wir den großen Propheten jetzt wieder. Wie arg verskillt bist du denn? Warum tut das Spiel das? Wisst ihr, wenn der Typ schon einen Bonus auf Infanterie hat? Es tut so weh, das zu sehen, ey. Ich habe ihn so schnell eigentlich mir geholt und das Spiel hat sich alle Mühe gegeben, es zu versauen. Das Spiel hat sich wirklich jede Mühe gegeben. Das ist echt nicht zu fassen. Tja, was soll man da noch machen? Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall erstmal aufgestellt und dann den Rest werden wir dann sehen. Guck. Send me to battle. Not in my name. Ich halte es absolut für lächerlich, dass wir das hier nicht gewinnen sollen. Diese Folge können wir es aber nicht mehr spielen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.